So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir stehen schon wieder vor McDonald's. Das ist das hinter mir hier. Wir waren nämlich gerade einkaufen, habe eine ganze Palette von dem Weltdienst Tutti Frutti Energy gekauft für meinen Geburtstag im Sommer dieses Jahr. Aber darum geht's nicht. Warum sind wir bei McDonald's? Ich habe das Video von Megascott gesehen am Montag beim Chill mit Ramses Livestream, dass es ab heute Bill Kaulitz Menüs geben soll und Tom Kaulitz Menüs. Das sind die zwei Brüder von Tokyo Hotel. Was das genau ist, schauen wir uns jetzt mal an. So, da bin ich zu Hause angekommen und es war wieder mal mega genial, denn im Megascott-Video habe ich einen Eindruck gehabt, das ist ein festes Menü, was du so nehmen musst mit diesen Komponenten, dass das direkt so geht. Habe ich schon so Pupsi gesagt, guck mal, da ist eine Cola drin, magst du nicht, weil es Zero ist oder was? Da ist McPlant Nuggets drin, magst du nicht, weil es McPlant ist. Und diese Tomatensoße auf dem anderen Burger magst du doch bestimmt auch nicht. Da müsste ja das Tom-Menü nix sein, aber das Bill-Menü genau das, was dich anspricht. Mit Vanille-Milkshake, mit Curly Fries und mit einem Chili-Burger, einem Chili-Mango-Burger. Jetzt bist du dorthin, hast das Bill-Menü aus Spaß mal angetippt für ca. 10 Euro und dann steht dort: keine Milkshakes verfügbar, du musstest aus allen Getränken, konntest du ein Getränk auswählen, aus allen Beilagen, aus allen anderen Zeug. Ich dachte wirklich, das ist fest, dass es das mit Milkshake und mit Curly Fries gibt und das andere mit McPlant Nuggets zu dem Burger und so weiter, aber ist alles Quatsch. Du hattest komplett freie Auswahl. Milkshakes waren gar nicht verfügbar, aber das liegt wahrscheinlich an unserer Filiale direkt, dass die einfach keine Milkshakes hat. Jetzt habe ich hier die Tüte, das sind 10 Tonnen Papier drin. Dann habe ich hier die zwei Burger. Pupsi hat sich kurzerhand entschieden, doch auch noch einen Mango Chili Burger zu nehmen. Ich habe also drei Burger gehabt. Sie hat ihren während der Fahrt nach Hause schon gegessen. Sie hat gesagt, der schmeckt richtig lecker. Das hätte sie gar nicht gedacht. Aber ich fand den McPlant damals ja schon richtig gut. Der hat mir so gut gefallen. Den habe ich sogar freiwillig danach noch öfters mal genommen. Und das sind ja auch McPlants, aber McPlant Varianten. Jetzt habt ihr hier so eine hässliche Packung, da steht einmal McPlant drauf, ja, dann habt ihr hier Bill und hier habt ihr Tom, vielleicht ist es auch andersrum, es müsste aber richtig sein, das ist der Bill, bei dem ist die gelbe Seite eingedrückt, wo Mango Chili steht, beim Tom ist dann eben die rote Seite eingedrückt, wo Tomato Char Grill steht. Dann machst du das Ganze auf, dann fliegt dir die Soße um die Ohren. Und ich weiß auch schon, mit welchem ich dann anfange, denn ich freue mich besonders auf den Mango Chili Burger, deswegen werde ich den als zweites nehmen. Das sind hier, das sind die zwei Burger, um die geht es jetzt. Wir fangen aber an mit dem Tom-Menü, dem Tom-Burger, wo ja eigentlich eine Coca-Cola, McPlant Nuggets und der McPlant Tomato Char Grill drin sein soll, der halt eine besondere Tomato Char Grill Soße hat. Ansonsten müsste das alles normal sein. Wir holen ihn jetzt mal hier raus. Ihr seht hier am Rand auch schon die Soße. Hier fliegt auch der Salat runter. Das ist super, wenn wir es aufklappen, haben wir da rote Zwiebelchen drauf. Richtige Matschepampe, Salat ein bisschen. Und dann haben wir einmal oben drauf Käse und irgendwie auch einmal unten drunter Käse. Also alles da, was das Herz begehrt. Beißen wir mal rein. Ich muss sagen, schon vom ersten Bissen hat einen sehr angenehmen Geschmack. Also dieses Tomatenfruchtige ist auch irgendwie ein bisschen würzig gleichzeitig. Der Rest schmeckt. Der Salat ist da, das Plant Patty merkst du und schmeckt irgendwie, als wäre es Fleisch, als wäre es Fleisch, als wäre es Hähnchen. Als wäre es wie wenn du einen Hähnchenburger isst, einen Chickenburger. Geht das gut über in die anderen Zutaten mit den anderen Geschmäckern. Ist auch viel Soße drauf, die diesen besonderen Geschmack macht. Käse, super zwei Scheiben Käse. Also geht auf jeden Fall klar, auch wenn ich kein Fan der Musik bin, wenn ich mit der Musik nichts am Hut habe, absolut gar nicht. Pupsi sagte schon, der andere ist lecker. Ich finde den lecker, weil ich den anderen noch nicht probiert habe. Ich bin kein
Fan jetzt unbedingt von vegetarisch, aber ich finde, McPlan ist einfach eine Sache für sich. Das musst du probieren, das musst du essen. Gebt dem ganzen Ding eine Chance. Jetzt machen wir den anderen mal auf mit Mango Chili. Da quillt nicht die Soße überall raus. Das sieht so für mich aus irgendwie wie ein Big Mac. Nur halt mit einem einmal Fleisch drauf. Dann machst du den hoch. Hast hier richtig gelbe, schmierige Mangosoße. Sieht alles irgendwie besser verteilt aus. Besser portioniert. Da ist auch eine Scheibe Käse oben drauf. Wieder rote Zwiebeln. Aber unten kein Käse. Stand da nicht irgendwo auf der Packung? Warte mal. Hier steht extra drauf. Yummy, eine richtige Maus braucht doppelt Cheese. Herzchen, Bill und Tom. Was heißt das jetzt? Haben eigentlich beide Burger zwei Scheiben Käse. Und ausgerechnet beim Bill fehlt die Scheibe Käse. Käse. Beim anderen ist das drauf, bei dem ist das nicht drauf, weil der Spruch steht auf beiden Packungen. Extra mit Hand geschrieben. Eine richtige Maus braucht doppelt Cheese. Seid ihr Mäuse? Schreibt's mal in die Kommentare. Vielleicht muss man das auch als Thumbnail nehmen, weil sonst sieht das aus wie zwei normale Burger. Und so sieht es erstmal aus, wirklich wie Bill und Tom. Jetzt ist der ganze Salat hier auf den Tisch rumgeflogen. Beißen jetzt mal hier rein. Vom ersten Bissen leicht unspektakulär, erinnert aber noch mehr jetzt an einen Chicken Burger durch die Soße, weil die auch so leicht süß-sauer rüberkommt, wie eben bei dem normalen Chicken Burger, die drauf ist, nur dass die hier gelb ist. Aber irgendwie war die andere Soße wuchtiger, die andere Soße war präsenter, die andere Soße war ja auch mehr drauf. Vielleicht müssen wir mehr in die Mitte kommen und schauen, wo mehr Soße ist, dass wir mehr Geschmack haben. Die andere hat mir auch schärfer geschmeckt irgendwie, der war würziger. Hier einfach süß-sauer grad, ein bisschen wie Chicken Burger. So, ich habe jetzt mal weiter in die Mitte gebissen. Also hier ist wirklich viel Soße drauf. Die quillt hier am unteren Rand auch die ganze Zeit schon rum. Aber der Geschmack wird nicht mehr. Der Geschmack bleibt weiterhin irgendwie unten unspektakulär. Wahrscheinlich hätte ich es in der anderen Reihenfolge essen sollen. Und so ein Teil kostet fast 6 Euro. Ich glaube 5 Euro noch was. So einen Burger, da muss ich sagen, würde mir ein normaler Chicken Burger reichen. Der ist viel günstiger und schmeckt für mich fast genauso wie der. Schon aufgrund von der Soße. Also wenn ihr irgendeinen besonderen Geschmack haben wollt, den ihr sonst nicht habt, würde ich euch raten, nehmt euch diesen Tomato Char Grill mit der besonderen Soße. Ansonsten beim anderen bin ich ein bisschen enttäuscht, gerade weil Pupsi den auch so gut fand. Aber den würde ich jetzt nicht nochmal nehmen, den anderen würde ich sogar nochmal nehmen. Aber wenn beide genau gleich kosten, aber einer unspektakulär ist, brauchst du den nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr vor, die Bill und Tom Menüs zu testen, die Burger zu testen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr es schon gemacht habt, schreibt es mir rein und sagt mal, was ist euer Favorit? Meiner ist in dem Fall Tom. Das war's, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.